Hey meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Call of Duty Advanced Warfare und wir starten direkt in die nächste Mission, denn der eine Punkt interessiert mich nicht. Sie verfügen über ungenutzte Verbesserungspunkte. Möchten Sie wirklich fortfahren, ohne sie zu nutzen? Na okay, überredet. Ich kann mir doch eh nichts leisten. Was will der von mir? Alter Schwede. Nee. So, was kommt jetzt als nächstes? Schwarzer Bildschirm, das ist schon mal sehr interessant, ne? Hallo? Der Ladebalken bewegt sich kein bisschen. Sehr vernünftig von ihm. Ladebalken. Hopp, hopp. Hopp. Sehr geehrter Herr Ladebalken, es wäre mir eine Ehre. Dankeschön. Und es ist Zeit für Antwort. Bis jetzt haben wir uns im Schatten versteckt. Beobachtet. Gewartet. Wir wurden vor 4 Jahren gegründet. Eine multinationale Einheit der USA. Codename Sentinel. Unsere Mission, die KVA-Gruppe zu untersuchen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht. Schon bald wurde klar, dass es eine noch größere Bedrohung gab. Ein Mann, der selbst in seine eigene Tragödie einen Vorteil zog. Nach den Angriffen erreichte Atlas neue Höhen. Sie boten Sicherheit für Häfen, Schifffahrtswege, Parklands. Nation für Nation trat ihre lebensnotwendige Infrastruktur ab an Jonathan 1. Wir realisieren zu spät. Er hat uns eingekesselt. Jetzt in den letzten Zitaten gab es jede Menge ISA-Aktivität. Ein Begriff dominierte alles. Atlas führt bereits etwas im Schilde. Aber wir wissen nicht was. Es war riskant, dich rauszuholen. Aber du bist unsere beste Chance, rauszufinden, was Manticore ist. Und es zu stoppen. Wie sieht's aus, Mitchell? Bist du dabei? Jo, ich bin dabei, aber die große Frage ist: Warum zur Hölle ist der Sound so weit runter geregelt? Ich nix verstehen. Sentinel, unbekannter Ort, 3. Januar, irgendetwas. Exotyp, Spezialist, Einsatzschild, Overdrive und Glitterhaken. Da ist er. Gleich wissen wir, worauf wir uns einlassen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich wünschte, die Umstände wären anders. Es geht gegen unsere Kameraden, mit denen wir trainiert haben und gekämpft. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber ihr müsst das vergessen. Das hier ist größer als wir alle. Gut gesprochen, mein Freund. Beziehungsweise, Sir. Was hältst du denn von dem? Ich habe mal unter dem gedient, verstehst du? Team, wir haben grünes Licht für Operation Einsamer Wolf. Dank Mitchells Informationen wissen wir, dass eins zu einem wichtigen Treffen auf seinem Anwesen reist. Ich leite das Einsatzteam und SEAL-Teams halten sich bereit für die Evakuierung. Eins hat oberste Priorität. Wir infiltrieren sein Haus und suchen Infos zu seinen Plänen. Bringen wir es hinter uns. Okay. Spiel gespeichert. Nox, wie läuft es? Ich bin gleich im Drohnennetz. Da mach mal hin, mein Freund. Bin drin. Die Drohnenpatrouillen wechseln. Die Zeit läuft. Okay. Kingpin, wir sind an der Vordertür. Verstanden. Anklopfen. Haken bereit machen. Dann werden wir mal anklopfen, ne? Kingpin, wir rücken zum Kontrollpunkt 1. Verstanden. Wir haben euch auf dem Schirm. Wow. Ich hab jetzt den Abgrund hier gar nicht gesehen. Auf zum Sonnenpunkt. Die Zeit ist knapp. Jo, bin unterwegs. Direkt hinter dir. Weiter. Nur keine Panik. Ja. Dass die mich immer so hetzen müssen. Ist ja unglaublich. Okay, darüber. Da bin ich da falsch.
Ja, doch. Ich glaube, ich bin schon irgendwie falsch. Sorry, Chef. Bin falsch abgebogen. Ziel erfüllt. Anwesen. Das kann man sich also für Tausende von Leichen kaufen. Ich werde eins aufspüren. Wir müssen dabei sein, wenn er Kontakt aufnimmt. Ilona, zu mir. Gehen wir. Mitchell, ich gebe dir erweiterte Realität. Was für ein Ding? Zielverfolgung geht online. Okay. Okay, du kannst dein Ziel markieren. Das ist Cormac, okay. Optik ist okay. Ich synchronisiere dein Hard mit dem Drohnennetz. Wir registrieren alles im Umkreis von 500 Metern um das Anwesen. Na dann. Gut, Mitchell. Geh zur Sicherheitszentrale und klink mich in ihr System ein. Kannst du das nicht selber machen? Okay. Muss ich da durchs Wasser durch oder Kletterhaken? Kannst du mir ein paar Anweisungen geben? Na toll. Gut, gehen wir unten durch. Oh, Junge. Sag's doch gleich, dass ich da nicht runter kann. Ach, jetzt. Jetzt zeigt er mir den Punkt an. Nicht bewegen. Ziele links. Verstehen die alle so schlecht? Rüber ins Gebüsch. Erledigen wir den letzten. Okay. Lass ihn rankommen. Es muss leise gehen. Put, 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 put. Mach ihn kalt. Haptisch. Okay, Mitchell. Die Sicherheitszentrale ist am Ende. Mach dich auf den Weg. Okay. Bin auf meinem Weg. Bin unterwegs. Das missfällt mir hier. Da unten ist was los, also halte dich im Schatten auf. Okay. Jetzt versuchen. Soll ich da echt rüber? Das ist doch wahnsinnig. Keiner darf dich schießen sehen. Ich werde auch nicht schießen. Jetzt ist wirklich alles. Versteck dich, Mitchell! Es ist richtig klasse. Detroit war noch nie so sicher und so sauber. Du bist sicher. Okay. Sie kehren um. Ich hätte immer noch Sorge wegen der Strahlung. Treffen in 10. Danach habe ich gefragt. Er hat gesagt, es ist alles wieder gut. Und Unternehmen lassen sich dort nieder. Das ist schwer zu glauben. Vor 40 Jahren war die Stadt noch wacker. Jetzt sind sie im technischen Bereich an dritter Stelle im Land. Natürlich schießen die Grundstückpreise hoch. Das nervt mich. Ich glaube, mit 2 können wir es nicht aufnehmen. Ich müsste sogar sagen, mit 3. Gut gemacht. Rauf aufs Dach. Drohne, verstecken! Nicht angreifen! Ich komm da nicht vorbei. Mitchell, Mikro-EMP bereit machen. Was für ein Ding? Sagst du mir auch eine Taste, auf der das liegt? Schichtwechsel in 30. Bestätigen. Mikro-EMP, bist du auf der 4? Jetzt pfeifen, oder? Okay. Das ist mein Schild. Du bist sicher. Sie kehren um. Ach so, das Ding meint er. Okay. Du mal genaue Anweisungen. Das Sicherheitssystem wird nur wenige Minuten ausfallen. Also keine Zeit vertrödeln. Okay. Das sind Drohnen, okay, gut. Mal sehen, ob der Abdruck seinen Preis wert war. Geheimdaten, cool. Nehme ich. Ladeabdrücke in den Anzug. Wer? Das ist nicht mein Name. Bin drin. Okay. Ich kann ihre Kameras steuern. Gut gemacht. Soll ich wieder raus? Okay. Die Drohnen sind wieder online. Zurück aufs Dach. Beeilung, Mitchell. Cormac, wir haben uns eingeklinkt. Sehr gut. Mitchell, wir treffen uns vor 1 Arbeitszimmer. Ilona, du übernimmst.
Okay. Verstanden. Mitchell, geh nach vorne. Bleib im Schatten. Bin auf dem Weg. Okay, Mitchell. Es wird nicht leicht, nach drüben zu kommen. Du hast viele Möglichkeiten. Ich gebe Deckung. Nein, ich habe recht. Na dann. John bereitet sich auf ein Meeting heute Abend. Sie beließt unten. Vorsicht, nicht die Drohnen alarmieren. Ich weiß. Ja, genau. Ja, es ist irgendetwas Seltsames im Gange. Aber John spricht nicht darüber. Maria, weiß dein Mann, dass du solche Gedanken hast? Ja, Maria. Nein, er macht keine Probleme. Außerdem wird er morgen weg. Aha. Okay, gut. Da müssten wir rüber. Zwei gut. Ziele auf dem Balkon. Roger, treffen in 10. Ziel rechts. Oh, danke für den Hinweis. Komm, verzieh dich. Markier mal alles, was wir sehen. Okay, das war knapp. Da kommt ein Zivilist. Rauf auf die Dachsparren. Ich bin dir schon längst einen Schritt voraus. Wozu? Geld regiert die Welt. Da brauchst du nur einen. Der Mann hat so ein Schwein. Ich meine mal ehrlich. Wie viel Geld braucht der Mensch? Ist das überhaupt noch richtig? Ich glaube nicht. Okay, alles gut. Darf ich hier runter oder was? Das Arbeitszimmer ist in der Nähe. Das war knapp. Scheiße, nicht bewegen. Was macht sie denn? Vorsicht, wir wollen keine zivilen Opfer. Ich weiß. Gut, die Drohnen sind anscheinend übergeschnappt. Gehen wir. Das war unheimlich. Bei der neuen Luxusklasse fehlt der Spoiler. Ja, aber wieso eigentlich? Vorne sieht sie richtig cool aus, aber das Heck ist nur noch ein schnöder Kasten. Oh ja. Wer weiß das schon? Wahrscheinlich kam das bei irgend so einer Marktforschung rum. Das ist eben das Problem. Vorsicht, Mitchell. An der Einfahrt ist einiges los. Okay, gut. Cormac trifft dich auf dem Balkon. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Wir ziehen eben nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ein tolles Auto gab es nicht mehr seit der Aluris 200er-Serie. Mann, die Wagen, die hatten noch ein klasse Handy. Das war das letzte Modell. Also diese Drohnen regen mich da schon ein wenig auf. Sicherheit ist das A und O. Also ein Schwachsinn. Achtung, Drohne kommt. Ja, bin versteckt. Ah, verdammt. Sie sind alarmiert. Na, super. Das liegt dann halt nicht am Schnürchen. Drohne kommt. Cormac? Bist du hier? Hallo? Was mache ich da falsch? Achtung, Drohne kommt. Okay, gut. Probieren wir es mal so. Uns gescannt oder? Oh ja, wir werden beschossen oder ersaufen wir gerade. Sie sind alarmiert. Ach Leute, was läuft da jetzt falsch? Drohnen kommen auf dich zu. Okay, diesmal hat sie uns nicht gesehen. Komm, verzieh dich. Verzieh dich.
Kann ich ewig die Luft anhalten. Okay, gut. Dann sind wir der anscheinend entkommen. Diese Drohnenviecher hasse. Wow, hallo. Dachte ich mir doch, dass ich dich hier treffe. Wirklich saubere Arbeit, Mitchell. Nox, wir sind drin. Naja, hast du eins gefunden? So zufrieden bin ich damit nicht. Negativ. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Jo, bedien dich. Schau mir jetzt zuerst die Einrichtung an. Ah, ich soll was machen, okay. Da ist ein Schreibtisch. Also los. Ja, ja, bin schon dabei. Hab was gefunden. Nox, wir haben die Tagesordnung des Treffens. Es findet gleich im Hangar statt. Der Hangar ist verschlossen. Ich kann nichts sehen. Da reinzukommen wird nicht leicht. Verdammt. Nox, okay. Wir haben ein Problem. Wir sind aus dem System rausgeflogen. Ich sehe es. Sie sind in Alarmbereitschaft. Patrouillen kommen schon. Du musst da sofort weg. Da kommt ein Konvoi. Nordwestlicher Eingang in etwa 30 Sekunden. Mitchell, los. Wir dürfen den Konvoi nicht verpassen. Unsere Mitfahrgelegenheit zum Hangar. Ach, da geht's lang. Juhu! Es geht abwärts. Der Konvoi ist gleich hier. Da ist der Konvoi. Nox, wir müssen in Position. Kling dich in den Funk ein und halt den Konvoi auf. Roger. Mitchell, mir nach. Warte auf mein Zeichen. Hallo, Ihren Namen und Sie aller Mitfahrer, bitte. Jetzt. Okidoki. Hier ist Ted Bock am Steuer. Dr. Bellamy dabei. Er will zu Mr. Irons. Einen Moment. Jo, Moment bitte. Bei mir dauert es noch ein wenig. In Position, Nox. Okay, fahren Sie. Mr. Irons erwartet Sie. Einen angenehmen Abend. Bellamy? Nox, überprüf das. Schon dabei. Bellamy ist ein Alias von Dr. Pierre Danois. KVA-Doktor? Ilona, versauert er nicht in einer Atlaszelle? Das dachte ich. Nox, gib das ans Kommando. Ich will wissen, was Danois hier zu suchen hat. Verstanden. Dr. Bellamy, es gab eine Sicherheitsverletzung. Was ist los? Bitte, Sir. Mr. Irons ist hier. Wir sind sicherheit. Jetzt! Ach, ich hänge hier ganz gut. Mir muss nur noch ein bisschen bleiben. Zu mir. Wo bist du hin? Ach, da. Direkt hinter dir. Zu einer Gefahrenklasse ID-Nummer-Gruppe zusammenpassen, sollte es keine Probleme geben. Wenn die Eindringlinge den Inhalt dieses Containers entdecken, haben wir ein großes Problem, Doktor. Wir beeilen uns ja schon. Mantikoff ist thermisch instabil und äußerst flüchtig. Ihre Sorge um unsere Sicherheit ist dringend. Wenn Ihre Ziele durch zu frühes Freisetzen scheitern, habe ich mein Versprechen nicht erfüllt. Keine Sorge, Danois. Ihr Geld liegt schon auf der Bank. Alles weitere übernehmen. Los, schnappen wir den. Lass ihn uns schnappen. Cro-Mac, jetzt oder nie. Das muss Manticore sein. Wir müssen rausfinden, wohin sie es bringen. Okay. Mitchell, zu mir. Nox, wir holen uns jetzt die Fracht. Cro-Mac, die Fracht ist schon an Bord. Das schafft ihr nie. Das Evakuierungsteam soll am Sammelpunkt Delta warten. Ich bin gerade runtergesiegelt. Mann, jetzt müssen wir Gas geben. Hoppala, ich hänge an der Tür fest. Wunderbar. Das muss schnell gehen. Mach sie fertig. Auf mich. Wir schaffen das. Oh ja. Los, los, los.
Bin dran. Gromek, du? Ach, da bist du. Eisender! Ziel erfüllt. Bereit, Mitchell! Oh ja. Spring! What? Bist doch Narrat. Was wäre jetzt, wenn da der Fluss nicht wäre? Okay, bringt sie nach Hause. Gut gemacht, Team. Finden wir raus, wohin das Flugzeug will. Und damit wäre eine weitere Mission abgeschlossen. Ich bedanke mich mal bei euch fürs Zugucken und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.